Huch! Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal. Ich hab geheilt und bin wieder hergelaufen. Und an der gleichen Stelle, wo ich aufgehört habe. Huch! Bam 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 da 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 da. Das Togepi schlüpft aus dem Ei. Togepi. Togepi schlüpft aus dem Ei. Möchtest du Togepi einen Spitznamen geben? Nein, wollen wir nicht. Ich war ein bisschen aktiv und habe alles auf 15 gelevelt, weil ich geguckt habe, ja, wenn wir Ekto jetzt bis zur Arena drin lassen, welches Level wird Ekto ungefähr haben? Und es kam dabei raus, Ekto wird Level 16 haben vor den Arenaleiter, wenn ich wirklich nur mit Ekto pawn, was ich vorhabe. Ich sollte mir Schutz kaufen. Definitiv Schutz. Und zack. Wir sollen aufhören, den Fleckmann hier Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Ja, Team Rocket. Mit einem Ratzfratz. Was tut es, wenn ich mich richtig erinnere? Und solange wir nicht vergiftet, verwirrt, Self-Poning betreiben, sollten wir hier eigentlich relativ gut durchkommen. Das Zubat, er hat noch zwei Zubats auf Level 9. Es zeigt keine Wirkung, das ist sehr gut. Alles Two-Hit, Blutsauger, auch wenn es Blutsauger einsetzt, ist es Two-Hit. In der Insektenarena wird halt Ekto einfach nur glänzen. Wenn ich mich nicht irre, da sollte Ekto einfach glänzen können. Ich hoffe, du haust zweimal Blutsauger, denn das letzte, wenn ich mich nicht irre, ist ein Smogon. Und da wir Feuergestein sind... Oh, keine Wirkung. Nice, Ekto. Nice, Ekto. Sollte es uns nicht allzu wehtun. Du bist stark. Ein Fleckmanet, abgetrennte Route. Hm? Streck deinen Brief. Brief lesen? Ja, okay. Chris liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmann. Danke, Papa. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Und du bist der letzte Schuft. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Das hier sollte der letzte Rocket-Rüpel sein. Mit einem Smogon. Was? Smog und Tackle kann? Es kann noch keine Finale. Es kann noch kein Finale. Und das ist einfach nur nice. Vor allen Dingen, wenn wir mit einem Volltreffer hexen. Oh, vergiften. Komm, das überleben wir noch. Das überleben wir locker. Außer es haut einen Voll... Nein, natürlich nicht. Und Ektoponing. Und erreicht Level 14. Und noch ein halbes Level. Für heute war es okay. Aber beim nächsten Mal wird alles anders. Okay. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhen sorgen. Und da kommt Kurdan. Plötzlich kann er wieder laufen. Komisch. Weiter so, Chris. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Azalea City. Hi, Chris. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Wir hatten Kurdeball sehr effektiv für Wassertyp-Pokémon. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie vom Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Ich hoffe, Ekto ist nicht mehr vergiftet. Und welch Wunder, es ist Tag. Es ist endlich mal Tag, wenn ich aufnehme. Obwohl es mitten in der Nacht ist, ist es Tag. Ich bin echt geschockt. Und jetzt geht's bei der Arena Eva. Hi, forderst du die Leiter raus? Unmöglich. Yay, Eva, ein Zwillingsduo. Leider gibt es hier noch keine Doppelkämpfe, das wir haben sie erst in der dritten Region eingeführt. Mit einem Debrak und einem Ledian, wenn ich mich hier richtig erinnere. Go, Ekto. Ah, und ich habe Smog eingesetzt. Okay, wir wurden nicht vergiftet. Das hätte das Aus für Ekto bedeutet. Beziehungsweise das Aus. Das wäre One-Hit gewesen. Das hier müsste Two-Hit sein. Ich hätte nochmal zurück ins Poké-Center laufen sollen. Laufen müssen, können, tun, blub.
Okay. Gut, Lidian wurde besiegt und wir erreichen fast Level 15. Oh, um Himmels Willen. Wir haben versagt. Vergib mir. Kevin-Pokémon sind cool. Und... cool und tough. Heißt das TAS? Tough? Ich weiß es nicht. Ich beweise es dir. Sind cool und tough können. Mit einem Raupi. Oh, Raupi wäre ein Smetpo. Smetpo wäre böse wegen Konfusion. Und haut meine Initiative in den Keller, obwohl meine Initiative sowieso sowas von im Keller hängt schon. Von daher ist es eigentlich relativ egal, wenn es uns die Initiative nach unten basht. Und Level 15 für Ekto. Und wir lernen Steinwurf. Nice. Das bewiesen, wie tough du bist. Ich sage jetzt einfach tough. Keine Ahnung, was das Wort jetzt genau ist. Das ist, wenn man es nicht durchliest. Ah, du hast die Fleckmann gerettet. Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch stark. Und zwar, er hat ein Paras. Ausgewachsen wäre es ein Paras-Eck, von daher ausgewachsen in den Anus. So, das war's. So, und dich pauen wir auch noch gleich. Kevin-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Jein. Sie entwickeln sich zwar früher, aber stärker. Er hat halt, wenn ich, er müsste der Typ sein mit der kompletten Hornio-Evolution. Oha. Das habe ich mir gedacht. Okay. Er hat jetzt einen Kokuna. Ja, haut B-Boy in den Kampf. Oh, das könnte natürlich wehtun. Haben wir ein Gegengift? Wir haben ein Gegengift. Haben wir. Ich hoffe, du haust mir Furienschlag jetzt nicht 5. Du ziehst 3. Das heißt 15 höchstens. Das heißt, ein überleben wir noch, vor allen Dingen, wenn er daneben geht. Das ist richtig nice, Bibor. Ich bedanke mich. Jetzt noch einen Furienschlag sollten wir überleben. Vor allen Dingen nur, wenn er zweimal trifft. Und damit sollte Ekto Level 16 sein, genau. Und jetzt kommt noch Kokuna. Also, die Arena wird jetzt einfach weggebasht. Ich bin vom Level her leicht overleveled, aber Entwicklung allein ist nicht genug. Ich bin vom Level her leicht überleveled, aber ich mag es lieb. Ich mag es, wenn es ein bisschen overleveled ist, vor allen Dingen, da ich bei der dritten Arena richtige Probleme haben werde. Auch wenn ich alles auf Level 20 trainiere. Weil das Milk Tank von diesem Arena-Leiter mit Walzer pawnt erstmal zwei meiner Teammitglieder. Und zwar Ecto Instant und Ectorize Instant. Denn Gestein, Feuer, effektiv. Gestein, Flug, effektiv. Meine Taktik bei dem werde ich später. Es wird so sein wie bei Falk. Aber dazu später. Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschung macht mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Und gegen Kai. Ja, wie gesagt, sämtliche werden mit 200 Speed, damit es einfach ein bisschen besser läuft. Weil... jetzt hätten wir Glut eingesetzt. Und er haut gleich sein Sichlor rein. Oh, Sichlor mit Rockzuckhieb. Und wie viel ziehen wir ihm? Zornklinge ist nicht sehr effektiv. Ich danke dir, Sichlor, dass du mich noch mit Rockzuckhieb angegriffen hast. Vor allen Dingen, wenn du brennst, bist du mir am liebsten. Ein brennendes Sichlor ist sowas von nutzlos gegen den Feuertyp. Denn Brennung haut den Angriff einfach mal sowas von bestialisch in den Keller. Ja. Jetzt hätten wir vielleicht die erste Glubbein bei Sichlor durchbekommen. Und so, die Arena, was will ich mehr mit einem Ekto? Ey, wir haben dich gepwned wie ein Stück Bäh. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst in diesen Orden. Und 1600. Und wir haben den Insektorden.
Na, na. Kennst du die Vorzüge des Insektorns? Durch ihn gehorchen die Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. Es müsste Zornklinge sein. Term 49 ist Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist es nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Es ist so wie Walze, nur dass Walze, sobald Walze daneben geht, useless wieder wird, weil es dann nicht pont. Aber wenn Walze mal so 3 bis 4 Runden durchkommt, dann sieht's schlecht aus. Deswegen auch das Milktank-Problem, denn Milktank, Walzer. So, Holzkohle können wir uns hier kaufen, brauchen wir nicht, da wir Holzkohle sowieso bekommen. Ich kaufe jetzt erstmal 5 Schutz, das ist für den Wald, und noch ein paar Tränke, ich würde sagen 5 Tränke und 5 Supertränke, da haben wir nicht genügend Geld. Wir haben ja einen gefunden, also kaufen wir 4. Das passt dann. Wir hätten noch genügend Geld, aber ich würde gerne noch ein paar Gegengift kaufen. Und somit ist unser ganzer Zaster, den wir gewonnen haben, wieder weg. So, jetzt werden wir noch eins machen. Und zwar, ja, okay, da kann Ecto vorne bleiben. Wir werden jetzt noch kurz den Kampf gegen den Rival machen. Dann haben wir richtig viel geschafft in diesem Part. Wir haben Team Rocket vom Brunnen weggeholt, haben den 2. Orden bekommen und unseren Rivalen besiegt. Good luck, have fun. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass du Team Rocket geschlagen hast? Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen. Du machst keine Witze. Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Oh ja. Und Horst. Horst schickt Nebulak in den Kampf, deswegen auch Ecto vorne. Da Glut einfach mal. Sollte ihn mit One-Hit pone? Nee, mit Two-Hit, aber es brennt. Und der Hypnose zeigt keine Wirkung. Von daher haben wir Nebulak schon mal sicher gepont. Jetzt kommt sein Zubat in den Kampf. Gegen Zubat werden wir Cold Style in den Kampf schicken. Da wir ihn einfach mit Kratzer zerstückeln wollen. Was uns nur gut gelingt, würde ich sagen. Vor allen Dingen Superschall keine Wirkung. Und wir haben ja jetzt die perfekte Konterung für Lorblatt. Natürlich haben wir Ectorize und Ecto. Aber ich würde sagen, wir starten mit Ectorize und wollen, denn Ecto ist momentan stark genug. Und Gift Puder. Oh, vor allen Dingen, wenn wir einen Volltreffer reinknallen. Rasierblatt, hohe Volltreffer-Garantie. Aber ein Rasierblatt überleben wir locker doch, auch wenn es ein Volltreffer ist. Also Schnabel. Und die Sache ist gegessen. Und Ecto. Ja. Ectorize hat's geschafft. Nutze das Pokémon. Hey du, du hast nur gewonnen, wenn meine Pokémon schwach sind. Und wir hatten 930. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer. Es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stärker sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Ja, und das war's jetzt auch. Und wir gehen noch schön gechillt healen. Und im nächsten Part werden wir uns dann eine Zerschneide holen, ein Item für Ecto und die ersten Wege könnten wir rein theoretisch sogar komplett durchdehnen. Oh, das weiß ich nicht. Also im nächsten Part werden wir in den Steineichenwald. Ist das der Steineichenwald? Ist das der Steineichenwald gehen? Steineichenwald. Im nächsten Part tritt durch das Tor. Im nächsten Part geht es dann hier an dieser Stelle weiter im Steineichenwald, wo wir uns Zerschneide und Holzkohle holen und eventuell schon den kompletten Steineichenwald hinter uns lassen. Denn wilde Pokémon sollten uns nicht begegnen. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. 15 Minuten sind schon wieder fast rum. Wir haben viel geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Kristall. Bis dahin, ciao, ciao.